So, moin ihr Lieben, da sind wir wieder mit dem nächsten Teil. Ja, ich musste gerade schon mal einen Teil abbrechen, weil da gerade ein Einsatz war, der gar nicht funktionierte. Und da ich nicht mehr zurück in die Einsätze kann, beziehungsweise mal eben auf Einsatz abbrechen, mal gucken. Ich hoffe, dass das jetzt ein Einsatz ist, der funktioniert. Sonst muss ich wieder starten. Das wäre doof. Mal gucken. Achtung, Brandschutz, PKW-Brand. Einsatz für LF24. Oh, und wieder kein Einsatz übernommen. Dann gehen wir mal aus LF24. Zack, 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 zack. Zwei Hühner, zwei Gänse. E öffnen. Wollt ihr mit? Ah, los, aufsetzen hier. Zacki, zacki. Jetzt fahren wir mit dem LF24 mal eine Runde. Aber wenn du die Tür nicht zumachst, Gio, ne, dann können wir nicht fahren. Alter, echt. PKW-Brand. Mal gucken. PKW-Brand. Ah. Und wieder keine Funkunterlegung. Das ist doch voll doof. Na, mal gucken. Tut mir leid. Wieder keine Funkunterlegung. Aber wie gesagt, die Ersteller arbeiten dran. So. Wieder mit dabei ist unser Pierre. Der ist im Hintergrund und überwacht die Katze. Und dann mal gucken, was auf uns zukommt. Aber das sollte ja eigentlich ein relativ simpler Einsatz sein, oder, Pierre? Was hast du? Bestimmt. Ja, genau. Er sagt gerade, würde ich auch sagen. Weiß nicht, ob ihr den hören könnt, weil er hat kein Mikro angeschlossen. Es scheint in die Stadt zu gehen. Ja, nur fürs LF24. Ja, mal gucken. Hätte auch das TLF nehmen können, ne? Aber mal, schauen wir mal. Oh. Da vorne. Ich sehe aber, was du nicht siehst. Da ist jetzt die Polizeiwache, sind wir gerade dran vorbeigefahren. Polizei steht da rum. Ja, genau. Gut. Hier, wir öffnen. Raus mit uns hier. Verlassen. Aussteigen. Schließen. So, jetzt gebe ich erstmal den Leuten hier einen Auftrag. Sonst wird das nämlich nichts. So, Einsatz organisieren. Das machen wir jetzt erstmal als erstes. Absitzen. So. Gut. Zurück. Brandbekämpfung. Löschangriff. Zurück. Löschangriff. Aha. Den muss ich wieder alles einzeln sagen hier, oder was? Meine Fresse. Ah, oder? Jetzt muss ich eben kurz aufpassen, dass die Jungs das auch richtig machen. Wie? Jetzt stehen wir noch rum oder was? Yes! Habt ihr keinen Auftrag? Hallo? Glaube ich nicht. Löschangriff! Brandbekämpfung!
Löschwasserabgang. Ja. Zack. Löschwassereingang. Mal gucken. Jetzt irgendwas tun da. Ja. Ja, okay. Dumm gelaufen. Aha. Sehr schön. Noch was? Schöne Scheiße. Ja, das Auto kannst du vergessen, kannst wegschmeißen. Tut mir leid. Okay. So, und tschüss. Der Polizist will auch irgendwas. Was ist da los? Arbeiten die nicht? Komm, Polizist, ich habe keine Zeit. Meine Jungs arbeiten schon wieder nicht. Die brauchen schon wieder ein bisschen Sonderhilfe. Die brauchen irgendwie was im Popo. Ja. Ja, gut. Mit dem habe ich gerade schon gesprochen. So, weg. Was ist hier los? Warum steht ihr hier rum, Mann? Das Auto löscht sich doch nicht alleine, oder wie sieht das aus? Idioten. Mann! Brandbekämpfung. Löschangriff. Schnellangriffsanrichtung. Und zackig. Zack die Bohne. So, wolltest du noch irgendwas? Was wollen Sie? Aha. Mhm. Sehr schön. Komm, red nicht so viel. Ich habe jetzt zu tun. Ja. Super, klasse. Habt ihr gut gemacht. Dann macht das Feuer da vernünftig aus. Okay. Jetzt habe ich gesagt, Schnellangriffseinrichtung, ne? Aber warum haben sie einen Verteiler hingelegt? Das ist doch schon mal gut. Wir sind schon mal etwas. So, Brandbekämpfung. Löschangriff. Hohlstrahlrohr. Zack, mal gucken, ob sie das auch noch hinkriegen. Ne? Kriegen sie nicht hin, ne? Sieht scheiße aus. Toll mit dem Verteiler da. Klasse gemacht. Spitze. Alter. Das mit der FED V3 üben wir aber noch. Brandbekämpfung. Löschangriff. Ich habe ja gesagt, Hohlstrahlrohr, ne? Aber ich glaube das nicht, dass sie das auf die Kette kriegen, glaube ich. Nö. Ja gut, dann soll er das mit dem Schnellangriff machen. Hat ja Wasser kriegt das Auto ja, so wie ich das sehen kann. Oho. Meinst du, es wird heute noch was da? Was habt ihr für einen Auftrag? Rumstehen? Okay. Was hast du für einen Auftrag? Angriffstrupp. Rumstehen. Schön, Angriffstruppführer steht rum. Wunderschön. Wer bist du eigentlich? Angriffstrupp, Mann. Guten Tag. Ja, dann geh doch weg.
Ja, und? Heiße Kiste, was? Oh, du hast auch eine heiße Kiste, Alte. So, Nula, mein Ruhm. Mach das Auto aus, Mann. So ein blöder Haufen hier. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Kann man wohl nicht angehen. Bist immer noch nicht fertig, da. Und euch hatte ich gesagt, ihr solltet ein zweites Rohr vornehmen. Nö, warum auch? Müssen wir ja nicht, ne? Harriasses. Mal gucken. Brandbekämpfung. Genau, Löschwasser. Abgang haben wir, Löschwassereingang haben wir. Glutnester suchen. Gute Idee. Das macht mal. Gucken, ob er das geschissen kriegt. Au, jau. Wie geil ist das denn? Katze. Pia. Ich weiß nicht, was er will. Ja, die Katze nervt hier gerade wieder rum im Hintergrund. Also in der Aufnahme. So. Und? Ist noch was entdeckt worden? Ja, super. Spitze seid ihr, wenn ihr das wollt. Aber schön, dass ihr einen Verteiler hingelegt habt und nicht meinen Befehlen folgt. Ihr hättet ja gut noch mal ein Zusatzrohr anschließen können, ne? Nö, wir schmeißen den Verteiler auf die Straße, Alter. Verteiler nach einer B-Länge? Feuer ist gelöscht, bist du sicher? Gucken wir mal. So, Jungs. Also, ihr könnt mit mir hier keinen Preis gewinnen, das wisst ihr, ne? Also wenn das in Real Life so abgeht, dann gehe ich aus der Feuerwehr raus. Dann wäre mir das zu blöd. So, Einsatz organisieren. Brandbekämpfung. Glutnester suchen. Nochmal. Ja, natürlich. Ich will wissen, ob die Karre richtig aus ist. Ich will hier nicht nochmal hin. Bewegung. Zack. Lauf los. Ich räume mir keine Scheiße zusammen und dann, ohne dass das Auto hier vernünftig aus ist. Spinnt wohl oder was? Meine Fresse. Los, ist die Kiste jetzt nur aus oder nicht? Du sollst mich nicht messen. Ich bin warm. Keine Glutnester gefunden, alles klar. So, ab. Sachen zusammenpacken. Ich will doch nicht mal sehen, ey. Faule Bande. Meine Güte, doch mal. Muss echt alles selber machen hier. Mach dir selber. Einsatz organisieren. Zusammenpacken. Zack. Mal gucken, ob er das wenigstens geschissen kriegt. Ja. Schön macht ihr das. Weiter so. Geil. Also das können sie, ne? Aber nur wenn sie wollen. Aber hast gesehen, Pierre, du musst jedes Teil den einzelnen sagen. Was? Ein bisschen ist gut. Stell's mal in Wirklichkeit vor. So. Unser Einsatzleiter kommt. Sagt unserem GW Logistik, du musst jetzt einen Schlauch ausrollen, du musst das machen, du musst das machen. Renn zum nächsten Auto, du musst das machen, du musst das machen. Als ob wir keine Gruppenführer haben. So, ich bin Gruppenführer, ich sag denen das jetzt gerade. Aber das ist auch selbstverständlich. Normalerweise. FEDV3. So. Wunderschön. So. Habt ihr alles zusammengeräumt? Gucken wir mal. Einsatz organisieren. Abrücken. Gucken, ob das klappt. Entschuldigung. Ja, rein mit euch. Wir haben jetzt hier nur ein Auto vor Ort. Ivi öffnen. Und Ivi einsteigen. Und ewig schließen.
Wow. Ja, ihr Lieben, da habt ihr mal wieder gesehen, der Geo, der muss immer nur schimpfen, damit die Bande sich bewegt. Ist doch eigentlich nicht normal. Oder? Hätte ich nicht gedacht. Na gut, ihr Lieben. Ja, was haben wir jetzt? Viertelstunde haben wir jetzt dafür gebraucht. Das ist eigentlich ein schöner Einsatz. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zur Feuerwache. Und wie ihr ja schon bemerkt habt, passiert da eh nichts. Das heißt, wir sehen uns morgen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und lasst euch alle nicht ärgern, ne? Weil so das mit dem Ärgern ist immer so eine Sache. Und ihr wisst, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und so, ne? Und natürlich dürft ihr auch gerne ein Like da lassen. Für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, würde ich mich unheimlich drüber freuen. Ja, und wenn ihr irgendwie unzufrieden seid oder so, schreibt es einfach in die Kommentare. Oder habt ihr Ideen oder irgendwas, schreibt es in die Kommentare. Und wenn die Grafik noch nicht hundertprozentig ist, wie gesagt, das liegt an dem Spiel. Ich kann die Grafik noch nicht auf volle Kanne drehen. Ne, aber das wisst ihr ja, das habt ihr ja schon alle soweit mitbekommen. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns spätestens morgen. Alles klar, tschüss.